Bahnhof Brunhild und Lisa Marie Isar. Viele kennen von uns diesen Augenblick, wenn man auf einen Unfall zufällt. Chaos am Unfallort, vielleicht verletzte Menschen. Was soll man tun? Was kommt auf einen zu? Seltener sind Unfälle mit Eisenbahnen. Allerdings haben die dann immer eine besondere Qualität. Genau in so einer Situation geraten im vergangenen Frühjahr Brunhild und Lisa Marie Isar. Die beiden Frauen wollen gegen 22 Uhr nach Hause in die Bahnsiedlung. Die Schranke am Sudenburger Bahnhof ist, wie so oft, geschlossen. Motor aus, warten. Und dann passiert es. Eine junge Frau muss ebenfalls an der Schranke warten und macht einen verhängnisvollen Fehler. Um ihren Zug noch zu schaffen, klettert sie mit ihrem Fahrrad unter der Bahnschranke durch, läuft über die Gleise in Richtung Bahnsteig. Das allein löst bei Brunhild und Lisa Marie Isar schon Kopfschütteln aus. Was macht die denn da? Ist sie verrückt geworden? Und dann passiert es. Mit hoher Geschwindigkeit rast ein IC durch den Bahnübergang. Die beiden Frauen nehmen vor allem das typische laute Rauschen eines vorbeifahrenden Zugs wahr. Dann ist es wieder still und die junge Frau ist verschwunden. Schrecksekunde und Schock. Doch Mutter und Tochter bleiben nicht im Auto sitzen und warten erst einmal ab, sondern handeln. Was auf sie zukommt, können sie nur erahnen. Der Mensch wird in Anbetracht der enormen Kraft, die ein Zug entfalten kann, zu einem filigranen Lebewesen, dessen Körper der Gewalt nichts entgegenzusetzen hat. Mutter und Tochter befürchten das Schlimmste, erwarten schreckliche Bilder. Die beiden Frauen machen sich sofort auf der Suche nach dem Unfallopfer und sie finden es zwischen den Gleisen, schwer verletzt. Die Schulter sieht böse aus. Brunhild Isar ist in diesem Augenblick der richtige Mensch am richtigen Ort. Sie ist gelernte Krankenschwester und hat lange in der Landesfrauenklinik gearbeitet. Sie schaut sich die Frau an, die über große Schmerzen klagt. Eine gefährliche Blutung muss nicht gestopft werden, aber die junge Frau befindet sich in einem Schockzustand und darf auf keinen Fall das Bewusstsein verlieren. Der Kreislauf darf nicht abrutschen. Brunhild Isar fängt an, mit ihr zu reden, tröstet sie, stellt ihr eine Frage nach der anderen. Bloß nicht eindämmern. Reden, reden, reden. Lisa Marie alarmiert zur selben Zeit Rettungskräfte und die Bundespolizei, informiert Passanten und muss sogar einen Handyknipser verscheuchen. Und sie sorgt sich um den Lokführer des IC. Für den ist es der schlimmste Albtraum wahr geworden. Er hat einen Menschen überfahren und muss damit rechnen, dass seine Lok ihn getötet hat. Lisa Marie bittet einen Bahnmitarbeiter, der auf dem Bahnhof auf seinen Zug wartet, zu dem Lokführer zu laufen und ihm zu sagen, dass die Frau den Zusammenstoß mit seiner Lok überlebt hat. Eine sehr wichtige Information für den Mann in der Führerstadt des ICE. Dann treffen die Rettungskräfte ein und dann übernehmen die Unfallopfer. Die Frau ist zwar verletzt, aber am Leben. Ein Wunder. Sie kann den 3. März zukünftig als ihren zweiten Geburtstag feiern. Und das auch dank Brunhild und Lisa Marie Isar. Zwei Magdeburgerinnen, die ohne zu zögern einen Menschen in höchster Not zur Seite stehen, die nicht auf den Fluchtreflex reagieren, der einen Menschen in Anbetracht so eines Unfalls schnell erfassen kann, nachgeben, sondern helfen. Einfach nur helfen. Und hier kommt noch ein besonderes Dankeschön. Die Hilfe, die Brunhild und Lisa Marie Isar ganz früher einer jungen Frau schenken, ist wirklich einzigartig. Ich bin heute noch davon berührt, wie die beiden mir über diesen Unfalltag, über diese Nacht berichteten und sagten, wie sie diesen Unfall sahen und völlig schockiert waren, aber trotzdem selbstlos aus ihrem Auto gesprungen sind, sofort zu dieser jungen Frau gelaufen sind und diese betreut haben, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind. Da gerade in diesen rauen Zeiten solche Art von Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage wirklich einzigartig ist, möchte ich mich nochmal ganz herzlich im Namen der Bundespolizei bei diesen beiden Damen bedanken. Und meine Stimme für den Magdeburger des Jahres haben Sie auf jeden Fall. Brunhild Isar.
2020, das war Ihre Magdeburg des Jahres. Dankeschön.